an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Am Ende des 27. Jahrhunderts ist die Menschheit in verschiedenen Sternstaaten, Kulturen und Ideologien zersplittert. Man ringt mit nichtmenschlichen Spezies um Macht und Einfluss und vergisst die Bedrohung durch das Beta-Pictor-Kontinuum. Und, dass ein kalter Krieg umschlagen könnte, sollte sich das Kontinuum für die Fortsetzung seines Feldzugs entscheiden. Das ist ein Text aus Daniel Scolaris Rollenspiel Nova und den begrüße ich zusammen mit dem Max heute Abend hier bei uns im Podcast. Hallo Daniel. Hallo Marc, grüße dich. Max, auch an dich ein herzliches Grüß Gott nach Bayern. Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Wie könnte ich dich denn vergessen? Sowas machen wir doch immer ganz gerne zusammen hier, solche Rollenspielbesprechung. Ja. Das stimmt. Auch von mir ein herzliches Willkommen, Daniel. Ja, danke schön und hallo auch nach Bayern runter. Ja, danke schön, danke schön. Einmal quer durch die Republik. Daniel, Nova ist mir unter die Fittiche gekommen, als wir gesehen haben, dass du quasi mit deiner Instagram-Seite unsere Instagram-Seite geliked hast. Und ich habe mir gedacht, Nova, gehst du mal auf Suche, was das ist? So, und dann bin ich auf Science-Fiction gestoßen und ich bin ein Science-Fiction-Typ, durchaus, und Max natürlich auch, also Max eher aus der Star-Wars-Ecke, ich eher aus der Star-Trek-Ecke. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir hier schon differenzieren. Das müssen wir sehr, sehr differenzieren, anders geht das nicht. Dann treffen wir uns bei Nova in der Mitte, das trifft sich doch ganz gut. Und aus dem Grunde habe ich mir gedacht, schreibe ich dich doch einfach mal an und einfach mal ganz nonchalant fragen, hast du nicht Lust, hier bei uns im Podcast mal über Nova zu reden? Und jetzt ist der große Tag da, wir können über Nova reden. Daniel, ich freue mich, danke. Sehr gerne. Daniel, wie sieht das denn aus? Was war denn da so deine erste Idee zu Nova? Wann kam die? Wann hast du da was zu Papier geschrieben? Ich glaube, ich habe Star Wars gesehen und ich habe irgendwie schon, da lief noch Next Generation auf Seite 1 nachmittags, glaube ich. Und ich war irgendwie 14, 15, 16 Jahre alt. So, und habe angefangen, über ein eigenes Universum nachzudenken oder darüber nachzuträumen, wie gesagt. Und und so 25 Jahre später sitzt man dann so hier. Das war ursprünglich auch nicht geplant, dass das ein Rollenspiel wäre. Also ich habe erstmal nur mit einer Welt angefangen, sagen wir es mal so. Dass daraus ein Rollenspiel werden konnte oder geworden ist, das hat sich dann so ein paar Jahre später ergeben, als ich dann überhaupt erstmal so mitbekommen habe, dass es sowas überhaupt gibt. Auch wenn ich überhaupt noch gar keine Vorstellung hatte, was Rollenspiel überhaupt war und überhaupt ich auch erst durch quasi private Projekte von meinem Cousin und von anderen Leuten auf das Thema Rollenspiel überhaupt gestoßen bin. Lange bevor dann irgendwie noch, ein, zwei Jahre bevor dann irgendwie DSA auf den Tisch kam oder so ähnlich, ne? Was war denn so deine erste Weltidee? Also du hast gesagt, du hast erstmal mit einer Welt angefangen, nicht jetzt mit gleich einem ganzen Universum, aber war schon klar, dass es ein Science-Fiction-Setting wird oder stand vielleicht Fantasy noch im Raum? Also tatsächlich stand Fantasy gar nicht so sehr im Raum, obwohl ich habe tatsächlich noch so ganz alte Excel-Dateien oder Word-Dateien von 1997 oder 98 auf meinem Rechner, wo ich ab und zu mal drüber stolpere, da findet man irgendwelche Magiesprüche aus Nova drin. Also in Nova gibt es insofern einen Fantasy-Bezug, als dass es eigentlich schon von sehr früh an, also glaube ich auch wirklich schon aus der Zeit, als ich damit angefangen habe, also Ende der 90er, eine schamanistische Kultur gibt, Echsenwesen, die Metonoiden heißen, ihre Heimatwelt Metona als Dschungelplanet mit, ich sag mal so, als indigene Völker, die auch quasi mit Schwert und Bogen unterwegs sind, allerdings nicht mit Magie in dem Sinne arbeiten,
In Nova gibt es zwar übernatürliche Kräfte, so à la Psi-Kräfte, aber eben jetzt nicht als Magie definiert. Also das sozusagen, diesen Fantasy-Anteil könnte man sagen. Und der spielt euch, ist auch durchaus wichtig. Also ich kenne viele Leute, die Metanoiden sehr gerne mögen, auch gerade dieses Schamanistische, dieses Fantasy-artige gut finden für ihre Darstellung oder als Rollenspiel-Darstellung auch. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, jetzt in Star Wars gibt es ja auch keine Magie, aber die Macht ist ja mehr. Es ist ja Magie. Magisch heißt ja nicht unbedingt jetzt, dass man Feuerbälle schmeißen kann oder dergleichen, Richtig. sondern es ist halt etwas, das man nicht erklären kann. Genau, außer du machst daraus Ah, du hast das böse Unwort gesagt. Sag das M-Wort nicht, bitte. Midichlorianer. Ja, das ist dann, das nennt man dann, das nennt man dann Genreverletzung oder quasi Weltverletzung in dem Kontext. Aber nein, ja gut, ich meine, Star Wars ist natürlich ein Märchen und dafür mögen wir es ja eigentlich auch, genauso wie von Star Trek eben mehr Science erwarten würden. Genau, also was ich noch sagen möchte, genau zum, du hast gefragt, so wo meine Setting oder mein Welt so am Anfang war, da war das Universum auch noch sehr, sehr klein. Es gab drei Planetensysteme und eines davon war halt das Sonnensystem, in dem sich der Großteil der Geschichte damals abgespielt hat. Auch als wir früher quasi noch in privater Runde Nova gespielt haben, haben wir auch 200 Jahre in der Vergangenheit gespielt ungefähr und damals war eben der Weltraum auch sehr viel enger und da war natürlich das Sonnensystem, das Solsystem Schwerpunkt. So gesehen hat sich das eigentlich von dort aus entwickelt, ne? Also es gibt, ist nicht die Galaxy Far, Far Away oder sondern es ist ganz mehr eben aus wiederum einer Star Trek Perspektive in die Zukunft gedacht, ne? Also die jetzige Welt in die Zukunft gedacht, unsere Welt. Genau, es ist quasi unser Sonnensystem vor der Haustür. Es ist nicht. Genau. Ja, sehr schön. Genau, da jetzt, ich muss ja sagen, ich bin absolut, ich habe so ein bisschen drüber gelesen, so über Nova und sonst was, aber es ist ja jetzt nicht, ich nenne es jetzt einfach mal ein Mainstream-System oder dergleichen. Von daher könntest du mal ganz kurz einen kurzen Überriss geben, worum geht Nova eigentlich? Also wie, klar, wir wissen jetzt schon, es ist Science Fantasy im Prinzip oder Science Fiction, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Weltraum, Psi-Kräfte und dergleichen. Aber so kurzer Abriss von dem Universum, Hauptfraktionen und sowas in der Art. Genau, also das Ganze spielt, wie eingangs Marc schon gesagt hatte, im 27. Jahrhundert. Die Menschheit hat den Weltraum erobert, ist allerdings nicht in einem Sternstaat vereint. Also es gibt keine Föderation oder so, sondern es gibt mehrere menschliche große Reiche, sechs oder sieben, auch in dem Fall auch Kulturkreise. Und es gibt aber auch einige große außerirdische Kulturkreise. Es gibt auch ein paar kleine. Naja, es gehen auch alle nicht unbedingt friedlich oder mal gibt es Allianzen, mal gibt es Konflikte und so weiter, aber der große Überkonflikt ist eigentlich der große Krieg gegen das Beta-Pictor-Kontinuum. Die Beta-Pictor sind eigentlich die dominante Spezies in der Milchstraße. Jede andere Spezies hatte mit denen zu tun und sind in der Regel von denen erobert worden und versklavt worden. Das wäre den Menschen im großen Krieg im Grunde auch passiert. Und allerdings, als die Beta-Pictor mit Menschen im Grunde fast fertig waren, haben sie keinen Nachschub mehr geschickt und bis heute weiß man eigentlich nicht warum. Also es gab eine große Schlacht um Terra. Da hatten die Menschen halt nochmal alles entgegengeschickt, was sie so hatte. Nach dieser Schlacht, die nochmal gut ausgegangen ist, gab es nichts mehr, womit man hätte sich verteidigen können. Und das Beta-Pictor-Kontinuum ist wie eine Maschinerie und die produzieren, produzieren, produzieren. Es spielt eigentlich keine Rolle, wann sie, also es weiß nicht nur, wann sie gewinnen. Dass sie gewinnen, ist eigentlich außer Frage. Aber diese nächste Flotte, die nächste Invasionsflotte kam halt einfach nicht. Allerdings durchkreuzen bis heute, 150 Jahre danach, betapitorische Flotten den menschlichen Raum. Und man weiß eigentlich nicht, es gibt viele Spekulationen, warum sie sozusagen ihren Feldzug nicht gegen die Menschheit fortgesetzt haben. Es gibt sogar eine Art kalte Kriegsphase, könnte man sagen. Es gab sogar gewisse Abkommen mit denen. Ja, es gibt solche Leute, die sagen, es ist eine Atempause, was auch immer dahinter steckt. Es liegt in der Natur des Beta-Pictor-Kontinuums, dass sie im Prinzip weitermachen. Und das werden sie irgendwann auch tun.
Aber andere, das ist wie jetzt schon alles, diese Stimmen werden auch ziemlich leiser, weil man, wie ich schon einige gesagt hatte, wenn man einfach verschiedene Fraktionen hat, die auch nicht unbedingt alle sehr friedlich miteinander umgehen, geht diese große Bedrohung ein wenig in den Hintergrund. Also der gemeinsame Kampf gegen den gemeinsamen Feind ist halt einfach auch schon lange her. Und jetzt hat man es halt wieder mit sich zu tun. Und die Menschheit ist eigentlich auch erst nach dem großen Krieg so richtig zersplittert. Also während und vor dem großen Krieg gab es eigentlich drei große Zivilisationen, die bis heute auch bestehen sind. Das Wichtigste wäre wahrscheinlich das Terranische Imperium zu nennen, also die Erde drumherum. Dann gibt es noch das Syndikat. Das sind im Prinzip Menschen, die sich in einer Art virtuellen Welt flüchten durch Neuralinks, die sie im Körper implantiert haben. Und als dritte wichtige alte Fraktion wären die Vormorak-Piraten-Clans zu nennen. Und aus diesen drei Ursprungszivilisationen ist im Prinzip nach dem Großen Krieg durch große neue Auswandererwellen, die ganzen neuen Technologien, die man im Großen Krieg entwickelt hat, viele andere Kulturkreise entstanden. Also es gibt jetzt zum Beispiel einen asiatisch geprägten Kulturkreis, Guangqu, Loksonbund, so ein bisschen panasiatisch geprägt. Chinesisch, Japanisch, Koreanisch. Es gibt ein Reich, da haben Maschinen die Macht übernommen, tatsächlich. Das Protektorat. Der Hauptgegner des Terranischen Imperiums ist nicht mehr das Syndikat, wie es mal vor dem Großen Krieg war, sondern mittlerweile die Konföderation. Das ist im Prinzip ein Militärstaat. Man denkt ein bisschen so an Sowjetunion, Nordkorea, eine reine Militärdiktatur, die von diesen Echsenwesen der Metanoiden, von denen ich eingangs erwiesen bin. Also diese Spezies wurde gespalten oder hat sich gespalten mittlerweile. Es gibt die Traditionellen, die weiterhin auch Teil im Imperium ihrer schamanistischen Kultur und ihrer spirituellen Kultur folgen auf ihrem Heimatplaneten und auch als Teil des Imperiums, aber eben auch den großen Bruder, der halt in der faschistoiden zu einem in den Faschismus sozusagen gerutscht ist, in den Militarismus. Es gibt aber auch ein Reich, das die Ekratos-Union als Beispiel noch ist, ein von Philosophen, Künstlern, Dichtern, Denkern, so ein ja, Staatenbund, der bei denen halt Maschinen einfach dienen und die Technologie teilweise komplett ablehnen oder sie ihm nur dienen lassen. Also das ist sehr unterschiedlich geprägte ne, Konzepte gibt es da von Gesellschaften auch. Das heißt aber, die Beta-Piktoren, wie können wir uns die vorstellen, damit wir mal einmal so ein Bild davon haben? Genau, am besten das Bild auf unserer Website nachschauen. Okay, ich linke das mal unten dran. Ansonsten, es gibt die Beta-Piktoren sind Klone. Man kann sie sich vorstellen im Grunde wie ein, die sind etwas kleiner als Menschen, haben 12 große Tentakeln, sind mit so blauen Energieladungen der gesunden, sogenannten Delta-Energie übersät. Die sind eben, du kannst, ganz wichtig für uns in Nova war auch, dass man alle außerirdischen Rassen, die einen gewissen Intelligenzgrad haben, auch spielbar sind. Beta-Piktoren sind ebenfalls auch spielbar. Sie eignen sich innerhalb der Spielgruppe allerdings wahrscheinlich am ehesten für One-Shots. Es gibt auch im Kampagnenkontext Möglichkeiten, Beta-Piktoren zu spielen. Ist aber nicht ganz so einfach. Sie sind schon sehr anders, sage ich mal, zu spielen. Beta-Piktoren sind zum Beispiel auch unterbewusst miteinander verknüpft. Es gibt keine Hierarchien im Beta-Piktor-Kontinuum in dem Sinne, sondern im Grunde eher so ein grundlegender Trieb. Also Ah, ein Beta-Piktor spürt, was seine Umgebung will. Und wenn zum Beispiel du als Beta-Piktor an Bord eines Schiffes mit lauter anderen Beta-Piktor bist und das Schiff wird angegriffen, dann gibt es einfach gewisse Mechanismen, die sowieso immer ablaufen. Also die haben auch einfach auch immer so ihre klaren Vorgehensweisen, sage ich jetzt mal. Und wenn es eine Bedrohung ist, dann je nachdem, wie groß sie ist, hat das eben dann entsprechend viel Impact auf die anderen Beta-Piktoren in der Umgebung. Also vergleichbar mit den Borg, hätte ich jetzt fast gesagt, die so zusammen ein Netzwerk quasi bilden. Ja, bei den Borg muss man allerdings sagen, dass sie wirklich als klares Kollektiv agieren. Also sprich, wir sagen in Nova davon ein Semikollektiv, weil du als Beta-Piktor Einheit oder Klon eigenständig denkst und handelst, auch eigenständig sprichst, aber im Prinzip deine Wünsche und Triebe sind miteinander verkoppelt. Also
es ist schon so, dass man sozusagen auch die Nähe der anderen immer präsent hat. Und du kannst, wenn du eben, wenn du jetzt einmal eine Gruppe von 5 Betapictor bist und es ist sonst keiner in der Umgebung, kannst du dich schon mit deinem eigenen Willen sehr viel stärker durchsetzen, als wenn du eben einer von 2000 bist, der da gerade plötzlich eine andere Meinung hat, sag ich jetzt mal, zu einem Thema. Okay. Aber es gab so ein Beispiel, das ich früher in meinen Spielrunden ganz gerne gebracht habe. Wenn du schaffst, entsprechend vielen Betapictor Erdbeersahnetorte schmackhaft zu machen, vielleicht ändert sich dann sozusagen auch ihr gesamtes Verhalten jetzt mal so als Spezies. Das ist durchaus denkbar. Und auch ganz wichtiger Unterschied als irgendwie das zu den Borg. Die Borg, die ja als Prinzip adaptieren und jede Technologie aufnehmen, die Betapictor entwickeln sich super, super langsam. Also wenn man heute Raumschiffe, das sind die gleichen, die vor 200 Jahren im großen Krieg quasi gegen die Menschen, das sind die gleichen die gleichen Werkzeuge, die sie heute benutzen. Obwohl sie die Technologie, die sie von den Spezies, die sie erobert haben, wahrscheinlich konservieren und auch, man weiß es auch an ein paar Stellen, tatsächlich auch mal hier und da in kleinen Teilen auch mal genutzt werden. Mhm. Eine Spezies zum Beispiel, die man spielen kann, sind die Wandler-Kamnoiden. Und die Wandler sind, oder die Chums sind eine Spezies, die im Grunde im Auftrag des Kontinuums von gefangenen kassiopischen Wissenschaftlern, also von anderen Spezies, erschaffen worden sind und sind quasi eine Art Körperformer. Da war zum Beispiel zu sehen, dass offenkundig das Betapictor-Kontinuum schon ab und zu mal so einen kleinen Entwicklungsschritt macht, aber sie sind sehr selten. Das Betapictor-Kontinuum funktioniert vor allem durch Masse. Durch Überlegenheit an Masse. Also, okay. Weil es für sie keine Rolle spielt, ob sie 50.000 Klone oder 5 Millionen Klone oder entsprechend viele Schiffe in irgendeine Richtung schicken. Sie kommen immer wieder. Genau, die kommen halt einfach weiter. Mhm. Du hast geschrieben, dass dieser Waffenstillstand jetzt ungefähr so 130 Jahre anhält. Genau, Es aber im Prinzip in der gesamten Galaxie, wo Nova ja spielt, sowas wie so ein kalter Krieg quasi entstanden ist. Ne? Wirkt sich das nur auf eine bestimmte Spezies aus oder ist das wirklich dieser kalte Krieg von den Betapictor ausgehend auf alle Spezies zu werten? Also wir betrachten ja in Nova sozusagen das Universum aus Menschensicht. Bedeutet, wir stellen sozusagen die terranischen Zivilisationen und wie sie auch entstanden sind, quasi seit dem 21. Jahrhundert und auch später nach dem Großen Krieg in den Fokus und aus deren Perspektive gucken wir eigentlich auf die Welt. Das heißt auch, wir kennen nur die Spezies in dem Raum, den auch die Menschen besiedelt haben oder kennengelernt haben. Mhm. Und in diesem Raum trifft man bis auf bis auf zwei Spezies hatte jede andere Spezies im Prinzip, ist sie entweder erobert und versklavt worden von dem Kontinuum oder ist es teilweise bis heute. Und was die Menschen eben an sich anging, da war es eben so, dass der Feldzug quasi abgebrochen wurde, offenkundig auch man dann mit so einer paar Rest von Raumschiffen die nächsten Jahrzehnte losgegangen ist und die alten Kolonien wieder aufgebaut hat und aber auch neue gegründet hat und dann eben auch sozusagen diese Welten, die auch mal betapictorisch teilweise waren, übernommen hat. Und man hat so ein grobes Agreement darüber, dass man weiß, okay, in dem und dem Siedlungsraum, es ist alles kein Problem, aber da und da vorne beginnt sozusagen das Betapictor-Kontinuum. Und da sollten wir vielleicht nicht so genau hingehen. Und die Betapictor sind eben nicht unbedingt jetzt plötzlich und fangen ihre Invasions, also zumindest nicht in dieses Raumgebiet, in dem sich die Menschen eben hauptsächlich siedeln, expansiv unterwegs. Das ist das, wie sie sich in den letzten 150 Jahren verhalten haben. Das ist untypisch. Für zumindest von dem, was man bisher historisch weiß über ihr Verhalten. Ja. Wenn man ja sich so langsam mit Nova mal beschäftigt und auch den Schnellstarter einfach mal runterlädt, dann wird man relativ schnell mit den sogenannten Sphären konfrontiert. Vielleicht kannst du mir kurz erklären, was sind diese Sphären eigentlich? Das ist eigentlich eine Bezeichnung einfach der Raumgebiete, um es ein bisschen klarer zu kriegen. Es gibt die zentrale Sphäre, das sind die Reiche, die auch vor dem Großen Krieg existiert haben und ungefähr auch das Raumgebiet, das auch vom Großen Krieg oder während des Großen Krieges besiedelt worden war oder
in dem es mal zumindest auch menschliche Sonden unterwegs waren. Das sind bis zu 150, 200 Lichtjahre rund um die Erde. In der zentralen Sphäre sind bis heute, im Basisbuch hinten ist auch eine Karte davon drin, die drei wichtigen alten Reiche vorhanden, das Terranische Imperium, das Syndikat, also die Leute, die Stöpsler, wie man auch gerne sagt, also die Leute, die in dieser virtuellen Realität leben, die Formorak-Piraten haben dort ihr Rückzugsgebiet, in dem sie tatsächlich offiziell, das ist wie die zentrale Sphäre, ist so ein bisschen wie die, auch als politisch als Zentralbund deklariert, sowas wie die EU, sage ich mal. Also die Leute, die da sind, die hatten früher mal was gegeneinander, mittlerweile haben sie nichts mehr gegeneinander oder haben, wenn sie ihre Messer, wenn sie ihre, wie Formorak-Piraten, dürfen offiziell da keine Freibeuterei betreiben. Natürlich der ein oder andere findige Kapitän und Schakal wird natürlich es vielleicht trotzdem tun. Sollte man, sonst macht es ja keinen Spaß. Die arbeiten tatsächlich eher außerhalb der, also gerade die Formorak und aber auch alle anderen Zentralmächte, mit Ausnahme der Syndikatler mit wahrscheinlich und naja, aber gibt es in der, danach in der Exasphäre, sozusagen dem Raumgebiet danach, das im Grunde nach dem Großen Krieg entstanden ist, gibt es im Grunde die neuen Reiche nach dem Großen Krieg. Also das ist eben beispielsweise die Konföderation dieser Militärstaat. Das ist beispielsweise Loxonbund, Schrägstrich, also Guanku, die asiatische Kultur. Das ist die Ekratos-Union, diese hellenistisch-griechische Philosophenkultur. Das ist die Allianz, das ist ein arabisch geprägter Kulturkreis. Es ist die, es gibt das Haus Tesari, da denkt man so ein bisschen an Europa 1900, so, also Adel, Klerus, Untertan, verschiedene Adelshäuser, die gemeinsam unter einem Kaiser mit so einem Lehnssystem zusammen sind. Es gibt eben das Protektorat, das dieses Maschinenreich, von dem ich erwähnt, das ich erwähnt hatte, und viele, viele kleine Kolonien, aber eben auch zum Beispiel die Formorak-Piraten aus der zentralen Sphäre, das ist deren Haupteinsatzgebiet, also Freibeutergebiet ist einfach die Exasphäre und auch andere Gebiete. Und auch das Terranische Imperium beispielsweise besitzt in der Exasphäre Kolonien und Protektorate, die zum Reichsgebiet gehören. Ja, sind viele Infos, muss ich jetzt sagen, so als genau. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe mir den Testflug Operation Roter Blitz habe ich mir mal so kurz angelesen, schon die Tage genau. Über. Das ist unglaublich umfangreich, ne? Also ich habe es gerne mal so mit DSA verglichen. DSA ist für mich, wenn ich sowas leiten soll, auch immer so ein Ding so, alter Verwalter, da ist ganz, ganz viel Hintergrund und wenn ich das vergesse, deswegen habe ich auch so Angst davor, wenn ich Star Wars leite und unser Max ist mit dabei. Deswegen ist der sehr, sehr große Vorteil bei Nova ist, es ist, hat keine so eine krasse Marke und auch keine riesigantische Bibliothek wie der DSA oder wie Star Wars. Mhm. Bei Star Wars muss ich ja bei Wookies komplett schon aufpassen, was ich tue, was ich sage, wenn ich einen Wookie entweder selber darstelle oder als NSC verwende. In Nova haben wir von den 500 Seiten Basisbuch sind 250 Seiten Hintergrund. Das ist eine ganze Menge. Und das beschreibt die insgesamt, ich glaube, 18, also wenn man Rassen plus Zivilisation zusammennimmt, sind wir ungefähr bei 18, 19 Zivilisationen, ja. Und jeder hat da so einen Platz auf 10, 15 Seiten, aber wir sagen auch ganz deutlich, auch bei den Abenteuern, immer, also man muss ja nicht in allen gleichzeitig spielen. Mhm, also das geht ja auch gar nicht, außer wenn du eine Händlerkampagne anlegst, kannst du dich auch entsprechend darauf vorbereiten. Und wir haben ja auch in unseren unseren Booklets und so weiter, sind die Abenteuer auch so, dass wir vorher dem Spielleiter sagen, okay, für dieses Abenteuer empfehlen wir den Hintergrund von den Formrad-Piraten und von den Founder Allianz nochmal durchzulesen. Das sind dann die, keine Ahnung, 5, 6 Seiten. Und natürlich, wenn du alle 250 Seiten Background gelesen hast, dann kennst du auch alles, kennst du sehr viel mehr Zusammenhänge, warum jetzt die einen mit dem anderen so oder warum das jenes oder so ist. Das mag sein, aber man kann auch, also gerade als Spieler ist es eh, wie gesagt, besser selektiv zu arbeiten und zu gucken, aus welchem Kulturkreis kommt mein Charakter her. Deswegen haben wir auch am Anfang vom Basisbuch so die 20, 30 Seiten grobe Einführung, wo jeder Reich mal kurz angerissen wird. Und wenn ich mehr darüber erfahren will, kann ich entsprechend verlinkt auf der Seite nachlesen. Da kann ich auch gucken, welche Figur ich darstellen möchte oder welchen Kulturkreis. Dann kann ich mich damit beschäftigen.
Spielleiter, auch selbst da, wenn ich keinen Bock habe, die 250 Seiten durchzulegen, kann ich mich auch, glaube ich, kann man sich auch relativ gut beschränken. Also Bleiben wir mal eben so ein bisschen beim Regelsystem. Du hast ja explizit auf eine W6-Mechanik gesetzt, obwohl heutzutage ja auch eher so die W20-Mechanik, also entweder würfelt man über einen Wert oder muss unter einem Wert drunter bleiben. Wieso hast du gerade diese W6-Mechanik gewählt damals? Das ist tatsächlich der, das geht tatsächlich noch sogar bis in die Ende der 90er zurück, auch wenn wir eigentlich erst mit 2010, 2012, also 2010 wirklich offiziell angefangen haben. Also eigentlich zum Heraus, die erste Edition war 2010, die zweite 2012. Der W6 war schon damals so ein Ding, weil da, ich weiß noch, die ganz klare Überlegung war, naja, welche Würfel hat jeder zu Hause? Einfach weil der Mensch Ärger nicht im Schrank stehen hatte oder so. Also das, ich war 15 Jahre alt, ich komme vom Bodensee. Wir hatten weit und breit, also Rollenspiel gab es, wenn, dann nur über Freunde, die man so grob kannte. Das heißt, es gibt dann irgendwie einen Rollenspielladen, der ist 50 Kilometer entfernt und da bist du einmal im Jahr oder so. Ja, stimmt. Und du hast auch erstmal, und ich hatte auch lange Jahre gar keinen Bezug zu diesen Rollenspielläden, weil ich habe Rollenspiel Freunde getrieben. Ich bin nicht in den Laden hin und habe mir ein Produkt gekauft. Ja, was habt ihr gespielt damals? Wie habt ihr angefangen? Also ich habe wieder erstmal durch Eigenkreation von anderen Leuten angefangen und bin nach einem halben Jahr ging das dann, glaube ich, dann war es DSA relativ zügig. Also DSA, aber ich erinnere mich auch an Star Wars, an eine Star Wars Variante, wobei wir, glaube ich, Star Wars damals, ich glaube, damals war Star Wars D6 oder ich habe keine Ahnung, wir haben bis nicht mit dem Star Wars System gespielt, wir haben, glaube ich, das DSA System irgendwie uns umgemünzt und für Star Wars verwendet. Also ich so grob kann ich es auch nicht mehr sagen. Daran erinnere ich mich in meinem ersten Studium dann 2001 rum, kam irgendwann AD&D dazu, habe ich mal eine AD&D-Gruppe gehabt. Zu dem Zeitpunkt war mir dann das Thema natürlich schon wesentlich geläufiger mit Rollenspielläden und so weiter. Genau, AD&D war dann noch mit drin. Lange Zeit kam dann erstmal nichts. Ich habe dann irgendwann mal eine sehr schöne Runde World of Darkness gehabt, wobei wir das Thema Vampire rausgeklammert haben, sondern im Prinzip einfach nur das System auch genutzt haben für einen so ein Noir-Setting, sag ich mal. Sehr schön. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, beziehungsweise einmal Noir-Setting, einmal eine Zombie-Apokalypse. Da wart ihr der Zeit schon gute voraus. Gute Gegensätze. War? Ja, genau. und dann auch dann im Prinzip durch die Professionalisierung oder auch durch ich habe auch die ersten Cons besucht, erst nachdem ich gemerkt habe, okay, ich muss dieses Spiel mal voranbringen. Also 2007, 2008, 2006 fing das eigentlich überhaupt aus mit Rollenspiel-Conventions. Ich wäre nie und ich würde wahrscheinlich auch heute nicht auf die Idee kommen, auf eine Rollenspiel-Convention zu gehen, wenn ich nicht nur machen würde. Weil wahrscheinlich hätte ich mein System schon gefunden und würde das dann auch spielen, so wie es wahrscheinlich 90% der Rollenspieler da draußen geht, die einmal in ihrem Leben irgendwo mal mit was warm werden. Das ist zu 80% DSA und dann Shadowrun vielleicht noch und Vampire oder solche Sachen. Aber ich glaube, die meisten Rollenspieler, also die was ja auch schade ist ein bisschen, auf der anderen Seite versteht man es auch, dass Leute, die halt so ihre festen Freundschaften haben, denen sie halt gerne spielen, das dann einfach auch durchziehen. Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist, aber ich höre das zumindest mal so. Also ich kenne Leute, die haben auch mal was anderes gespielt, aber dann spielen sie doch wieder DSA. So. Ja gut, ich muss sagen, bei mir Hauptsystem von mir ist ja D&D 5. Edition. Ich spiele aber auch The Witcher, Star Wars, also ich spiele kreuz und quer. Ich spiele das Alien RPG. Du machst auch Dysonauts, also, das ist was anderes. Du hast damit auch schon mal, du bist jemand, der sehr offen ist für viele neue Dinge und viele neue Sachen ausprobiert. Und es wäre schön, wenn mehr Menschen so wären, aber auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, ja, jeder, der etwas mag. Ja, aber da muss ich aber auch sagen, ich habe da eine gute Gruppe bei mir daheim gefunden. Also die ist beim Großteil ist sie immer dabei. Die wollen auch immer neue Sachen probieren. Also wie gesagt, von uns allen D&D 5. Hauptsystem. Macht uns auch tierisch Spaß und spielen es auch immer gerne. Aber irgendwann mal so nach, wenn man es mal 4, 5, 6 Monate durchgehend zweimal im Monat gespielt hat, dann ist man auch so, wollen wir mal wieder Alien?
so eine Runde oder so. Mhm. Ich sag mal, ich kenne eine Spielgruppe, die spielt seit 8 oder 9 Jahren. Das bin nicht ich. Es gibt eine Spielgruppe, die seit ungefähr 8 Jahren Nova spielt und zwar mit den gleichen Charakteren und eine Kampagne. Und ich verstehe es nicht, weil ich sag, Leute, meine, warum haben wir, also ich finde das total super, aber auf der anderen Seite denke ich mir, hey, wir haben Utopia Noir, eine total schöne Kampagne, damit bist du 2, 3 Jahre lang beschäftigt. Ja? Wahnsinn. Also du kannst im Nova-Universum, ja, ich spiele auch seit entsprechend langer Zeit Nova, aber ich spiele sehr viele verschiedene Kampagnen. Also natürlich kommt immer wieder mal so die ein oder andere, also das sage ich mal, was wir als Cash-and-Cargo-Setting so haben, das ist das klassische Han-Solo-Ding oder das du vielleicht aus Rollenspiel wie Traveler kennst oder aus, ne, nach dem Motto Glücksritter im Raumschiff, die durchs Welt so Händler, ne, und Schmuggler. Mhm. Dieses Setting ist ja ein sehr beliebtes, dafür haben wir auch entsprechende Booklet-Produkte rausgebracht und das ist auch schon bei mir zwischen 2, 3 Mal irgendwie als Kampagne rausgekommen. Aber ansonsten haben wir bei uns eben auch deswegen viele andere Sachen auch. Also Nova kann mehr, so, ne, also viel mehr. Mhm. Wenn du auf einer Con bist, mal eben so zwischendurch gefragt, ne, hast du da ein Szenario, was du eigentlich so standardmäßig leitest, damit die Leute überhaupt erstmal in Nova reinfinden? Ja, also ich bin es ja gewohnt seit circa seit 2006, 2007, wie gesagt, auf den 4, 5 großen Veranstaltungen immer ungefähr, also ich komme auf ungefähr 30, 35, 30 bis 40 Con-Spielrunden im Jahr, weil ich ungefähr immer so 6, 7 Spielrunden pro Con leite. Und das sind, in der Regel habe ich so ein Set von 3, 4, 5 Abenteuern, die ich in 2 bis 3 Stunden leiten kann. Es gibt aber eins, das ich immer wieder gerne leite, weil wenn ich die Gelegenheit habe und das ist Bodenlose Gier, das ist einfach ein sehr schönes Abenteuer, kann man auch, glaube ich, kostenlos bei uns auf der Website runterladen, hat sich bisher einfach in all den Jahren immer sehr gut bewiesen. Mhm. Es ist mittlerweile so, dass wenn ich auf Cons bin, aber nicht mehr so häufig die Chance habe, weil ich ungefähr 30% der Leute, die kommen, kennen Nova schon und wollen wissen, was hast du Neues dabei? Ist ja auch schön, ich freue mich, alte Gesichter zu sehen. Deswegen muss ich auch ab und zu so alle 1, 2 Jahre mal wieder Neues mit in petto haben. Ja. Ich habe bestimmt 10, 12 Abend, aber also standardgemäß würde ich sagen, spiele ich aus 3, 4. Okay. Ich meine, Supporter haben dann noch mal ein paar andere, also auch welche, die ich früher auch geleitet habe, aber das machen jetzt dann die Supporter oder so, mit denen ich unterwegs bin. Ja. Es gibt auch Abenteuer, die Supporter haben, die ich gar nicht leite. Ja, ist ganz unterschiedlich. Wichtig für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel sind immer die Talentproben, ne? Also nicht sowas wie von wegen so lauf eine Straße entlang oder setz dich auf einen Stuhl, sondern eben solche Dinge wie es geht plötzlich um was. Es geht um Haut und Haar, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie funktioniert bei Nova denn so eine ganz normale Probe? Vielleicht hast du da so ein passendes Beispiel, damit uns das einfach mal ein bisschen näher bringen kannst. Also klassisch ist zum Beispiel Attacke und Ausweichen im Kampf, ne? Also du würfelst deine W6, also es gibt, der klassische Wurf ist deine W6, die addiert, deren Wurf du addierst und dann addierst du noch einen kleinen Modifikator drauf oder ziehst was ab und damit musst du eine Schwelle kommen oder drüber. Und entweder legt der Spielleiter die Schwelle vorher fest, das ist, wenn du, keine Ahnung, beispielsweise mit es geht darum, eine Krankheit herauszufinden und dann sagt der Spieler, da gut, denkt sich, okay, das ist vielleicht ein bisschen schwer. Es gibt eine Staffelung ungefähr, wo man sich eintritt, dass ab 15 ist es super schwer, 7 ist das Minimum so und so in dem Range, manchmal gibt es auch vielleicht bei 18, 19 irgendwelche Tests. Das ist die Schwelle, die du schaffen musst, dann würfelst du, zählst zusammen und guckst, ob das gleich oder drüber ist, dann ist der Erfolg verbucht, dann hast du es geschafft. Die andere Möglichkeit, es einzusetzen, sind die Vergleiche, die Vergleichswürfe, eben klassisches Beispiel, Attacke ausweichen. Der eine würfelt die Attacke und der andere muss dagegen ausweichen, also gegen das Wurfergebnis des anderen. Oder eben bei so Sachen wie Schleichen oder und Sinnetest vom anderen, solche Sachen. Mhm. Auch da sind Vergleichswürfe. Was auch sehr schön ist, man kann auf die Art und Weise sehr schöne Gruppentests zusammen machen, weil man einfach sagen kann, okay, ihr zwei wollt diesen Stahlträger nach oben schleppen, dann macht ihr mal gemeinsam Kraft und da müsst ihr halt irgendwie über
zusammen über 25 Punkte kommen oder sowas. Also man kann auch für große Gruppenaufgaben einfach dann einen gemeinsamen Pool aufmachen und die Leute werfen ihre Würfel und sehen das dann zusammen. Also mhm. kommt auch schon mal vor. Ist manchmal ganz witzig, wenn man dann so ein eben so ein Gemeinschaftsding machen kann. Wobei auch das vom Spielstil abhängt, weil manchmal ist es lustig zu sagen, hey, wir machen jetzt mal so dieses große diese große Klimax auch mit dem Würfelwurf und jeder darf was beitragen. Aber manchmal ist es ja vielleicht cooler, das einfach nur erzählerisch abzuhandeln. Mhm. Das ist aber ein Spielleitungsstil. Ja. Eine Umstellung auf W20, so wie es ja eigentlich generell heutzutage in den Rollenspielen eigentlich üblich ist, würde wahrscheinlich deine Fanbase auf die Barrikaden bringen, gehe ich einfach mal von aus. Eigentlich haben wir damals mit dem W6-System, als ich jetzt, wo du es ansprichst, erinnere ich mich wieder. ich hole tiefe Erinnerungen hervor. Ja, also ich weiß, wir hatten damals einfach, als wir an den ersten Editionen und so weiter früher immer wieder dran rumgearbeitet haben und überworfen haben und Neues ausprobiert haben, hatten wir zwischendurch auch mal ein W20-System. Wir hatten ja zwischendurch, kamen wir ja von DSA, ein W20-System, sage ich jetzt mal. Und dann aber irgendwann war es gesagt, nee, wir wollen den Würfel, weil, hey, der nächste Rollenspielladen ist 50 Kilometer entfernt. Und wer geht schon in den Rollenspielladen, ne? So aus unserer Vorstellung als Kids. Also wir haben W6, wie kriegen wir jetzt unsere Werte irgendwie in W6 umgemünzt? Also haben wir uns diese Skala angeschaut und gesehen, naja, der Mensch hat so das beste Wert beim Mensch ist so bei 20, ne? Also wenn du theoretisch einen W20-Wurf alles schaffst, maximal 20. Und jetzt willst du mit W6 was machen. Also haben wir es umgestellt und haben gesagt, okay, wir machen eine Schwelle, die wir schaffen müssen. Aber trotzdem war dieses Ding, der Wertebereich beim Mensch so bis irgendwie 20 so als höchstes natürlich Erreichbares so drin. Und das hat sich tatsächlich bis heute durchgezogen. Er stellt sich jetzt nur so dar. Und das ist der kleine Kniff. Wenn ich jetzt erzähle, dass immer ein paar Würfel würfelt und dann was addiert, ist das eine Sache. Eine Sache, die man eigentlich kurz davor machen müsste oder während nach dem Steigern des Charakters machen sollte oder sich merken sollte, ist, wie die W6-Würfel zusammen zustande kommen. Und das ist der Kniff, ist der, du nimmst einen Wert, du hast zum Beispiel Stärke, hast Kraft 12, du teilst diesen Wert durch 4, das sind 3, dann hast du 3W6. Mhm. Hast du einen Wert von 16, hast du 4W6. Hast du einen Wert von 20, was der Mensch maximal ohne irgendwelche Implantate oder irgendwelche Sachen erreichen könnte, hast du 5W6. Was passiert mit den Werten dazwischen? Was ist, wenn ich 15 habe? Naja, es ist dann 3W6 plus 1. 15 ist 3W6 plus 3, so. 14 ist 3W6 plus 2. Mhm. Genau, also es ist im Prinzip immer eine maximal plus 3 und sobald es plus 4 gäbe, ist es ein neuer W6. Diese Umrechnung ist am Anfang, also deswegen, sagen wir, für einen Einsteigercharakter und so weiter, macht man das, nachdem man den Charakter erschafft hat, rechnet man es einmal sich aus und schreibt es hinten dran und dann weiß man es, aber tatsächlich ist die Erfahrung auch aus allen Leuten, die sich mit Nova mal länger beschäftigt haben oder mal mehr als ein Abenteuer gespielt haben, dass spätestens ab dem dritten, vierten Abenteuer die Leute einfach die 14 sehen und sehen, naja, 3W6 plus 2. Also das ist man einfach im Kopf drin. Du siehst die Zahlenwerte, siehst, das sind so und so viel W6. Und wir gehen eben nicht dahin und würfeln mit anderen Würfeln oder es ist immer konsistent, dieser Mechanismus. Ja. Gibt es kritische oder auch Erfolge oder auch Misserfolge? Ja, die gibt es. Da muss ich jetzt aber gerade überlegen, weil wir zwischendrin ein Update 2.1, das gibt es kostenlos zum Download, da auch, glaube ich, eine Variante mit drin hatten, weil wir haben es gibt da auch ein bisschen Hausregelungen. Aber wenn ich mich recht erinnere, in 2.0 Original, ist es, glaube ich, oder im 1.0er sind es nur Einser. Also wenn du lauter Einser würfelst, ist es ein kritischer Misserfolg. Sind es lauter Sechser, ist es ein kritischer Erfolg. Das ist die eine Möglichkeit, das abzuhandeln. Wir hatten das in 1.0 so. In 2.0 war es, wenn ich mich recht erinnere, nochmal, da muss ich mich wieder mit beschäftigen, weil wir haben teilweise, nutze ich dafür die Hausregeln. Jedenfalls, im Prinzip geht es darum, dass je mehr Würfel du hast, desto unwahrscheinlicher wird dein Crit, das weil stimmt. Du bist einfach mehr erfolgreicher, je besser du wirst. So. Im positiven wie im negativen Sinne und es gibt eben dann sozusagen ein 2-0-System. Es ist so, dass je besser du wirst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit. Genau, da gibt danach noch einen Auswertungskurs mit einem Würfel, wird noch ausgewertet. Beim 2-0, jetzt habe ich es wieder, sorry. Also, im 2-0-System ist es so,
Würfelst du 1er-Paschs oder 6er-Paschs, kann das ein, gibt es erstmal ein kritisches Ergebnis. Anschließend wird ausgewertet, ob es ein kritischer Erfolg ist oder ein kritischer Misserfolg. Und zwar, das wird dann mit dann abhängig, wie viel Würfel du hast. Weil je mehr Würfel du hast, wird die Wahrscheinlichkeit, dass es ein kritischer Erfolg ist, sehr viel höher. Und wenn du halt wenig Würfel hast, also einen schlechteren Wert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kritischen Misserfolg hast, viel höher. Mhm. Also diese Regelung ist, und die ist auch, hat es eigentlich immer gegeben, nur weil in einer irgendeiner Art und Weise, weil auch, weil ich finde, kritische Würfe sind, machen Spaß. Pivi, darf ich noch ganz kurz nochmal bei den kritischen bleiben? Ja, natürlich. Ja, 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 nee, also weil, wie gesagt, ich sehe das immer so ein bisschen bei Pen and Paper halt immer auch auf Wahrscheinlichkeit gemünzt. Und ich habe jetzt, also bei kritischen Erfolg und Fehlschlägen habe ich es jetzt so verstanden, dass, sagen wir, du würfelst eben mit deine Probe. Und ich habe so verstanden, dass sobald du nur Sechsen oder nur Einsen würfelst, dann musst du nochmal würfeln, einen W6. Mit einem Würfel, genau. Genau, richtig. Und schaust, wenn du gleich oder unter der Anzahl der gewürfelten Würfel bist, dann ist es ein kritischer Erfolg. Wenn du drüber bist, ist es ein Misserfolg. So habe ich das im Kopf. Also, jetzt ist ja, halt die Frage. Ja. Jetzt ist nämlich die Frage, jetzt sagen wir mal, bin relativ gut in Medizin oder sonst irgendwas und würfel mit 5W6. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt so gut 5W6 nur Einsen oder Sechsen würfel, ist ja extrem gering. Und dann richtig. Kommt noch dazu, genau, und mit einem W6 ist ein Einser oder, also nur Einser oder nur Sechser halt um einiges wahrscheinlicher. Und wenn ich dann noch eine 1 würfel oder eine 2, dann habe ich schon meinen kritischen Erfolg und automatisch die Probe bestanden. Das macht's eigentlich so Hail Marys wirklich gut. Also realistische Werte beginnen bei 2W6. Also 1W6 ist super selten, genauso wie das du 5W6 hast, super selten. Kannst du machen, ja. Also wenn du mit einem ist theoretisch ist machbar so. Aber jetzt im normalen, also sieht man selten. Das ist klassisch zwischen 2 und 4W6. Wenn du jetzt 5W6 hast, okay, und du hast entweder 5 Einser oder 5 Sechser da liegen. Oder theoretisch auch sind 6W6 möglich. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber so, du hast 5 Einser liegen oder 5 Sechser, sagen wir es mal so. Dann hast du dann im Auswertungswurf bei 1 bis 5 deinen kritischen Erfolg. Und nur bei 6 einen Misserfolg. Oder eben von 2 bis 6 einen Erfolg. Und, und eben, also sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einen Misserfolg hast, ist mega gering. Aber der sowieso, dass überhaupt was kritisch passiert, ist mega gering, weil du einfach, wir sagen halt, du bist so gut, dir passiert einfach keine kritischen Dinge mehr. So, also, dass etwas nicht in deiner Kontrolle, aus deiner Kontrolle passiert, ist selten. Wenn du jetzt mit 2W6 würfelst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es kritisch passiert, wesentlich höher, das ist klar. Dann hast du aber halt auch nur eine Chance von 1 und 2, dass es ein kritischer Erfolg wird. Okay. Nee, ich habe mir das nämlich mal vorhin so ein bisschen durchgerechnet im Prinzip. Das heißt auch nochmal angeglichen, wenn du gesagt hast, so normal im Durchschnitt ist so 3D6 bis 4W6. Also bei 2D6 die Chance, dass du im Prinzip einen kritischen, also entweder 2 Einsen oder 2 Sechsen. 36. Hast, ist, ja. Genau, 2,78%. Und im Vergleich zu bei 3D6, also sinkt deine Wahrscheinlichkeit auf 0,46% runter. Das richtig, ist schon echt, genau. Also ist ein bitterer deswegen, Unterschied. Deswegen hatten wir da auch, also es ist völlig legitim, also wir hatten eben bei der 1-0, im 1-0er Nova war es eben nur alles Einser, ist automatisch Kriegserfolg. Wenn alles ein Einser-Pasch hast, ein Sechser-Pasch ist es ein. Also es ist trotz immer noch so, dass je mehr Würfel du hast, desto weniger kritisch bist du, aber deswegen erzielst du trotz allem tendenziell natürlich ein gutes und Ergebnis, das zum Erfolg führt. Das ist ja das Wichtigste am Ende. Ja. Also deswegen, im Prinzip stellen bei euch die kritischen Erfolge ein bisschen mehr so, ich nenne es mal Anfängerglück da, oder? Könnte man ja, das also so ein bisschen sagen. Etwas, was nicht in deiner Kontrolle liegt. Okay, so. Okay. Ja. Okay. 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 Dein, in einem Interview sagtest du mal, für mich war Fiction immer wichtiger als Science. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Wo habe ich das gesagt? Ich weiß, aber ich habe es gesagt, ich weiß nicht mehr wo, aber ja. Ich habe mal, ich habe auch schon Rollenspiele, also
selbstentwickelnde Rollenspiele gelesen von Leuten, die extrem in ihrer Materie drin, sondern sage ich mal, wissenschaftliche Materie sind. Und das liest sich nicht so gut. Genauso wenig bin ich ein großer Freund, also ich bin selber auch, ich meine, ich habe zwar mal Physik studiert, 2 Jahre, und natürlich merkt man dem System an, dass manchen Stellen mehr Star Trek, als dass es Star Wars ist, und trotzdem, also dieses Achtung, wir haben eine Überlastung in der EPS-Leitung sowieso und so weiter, das kannst du alles nur mal sagen und es kommt, fühlt sich richtig an, aber du musst es nicht wissen. Also also das meine ich damit, in Nova solltest du die Basics der Physik wissen, wie es gibt Gravitation und was sie tut, eine Vorstellung haben, was man über Lichtgeschwindigkeit, was sowas bedeuten könnte oder solche Dinge. Also natürlich verlangt ein Science-Fiction-Rollenspiel, und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum Science-Fiction in Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit, mit wesentlich geringeren Anteil hat als Fantasy, erfordert es einfach ein bisschen mehr schon Entwicklung im auch wissenschaftlichen Verständnis des Einzelnen. Also, und das sind, da folge ich einfach mal, sag ich mal, Schulstoff ab Klasse 8 oder 7. Der Technobabble darf dann ruhig durchkommen. Der darf durchkommen, aber das meine ich nicht, dass du es, das habe ich so ein bisschen mein Problem, das habe ich auch selber. Ich bin trotz allem auch eben kein, also ich habe zum Beispiel jetzt in der aktuellen Runde bei jemand, der einfach offenkundig oder im Militär war und dir sagen kann, ja, pass auf, nee, das macht der Sprengstoff, macht das und so, und denke ich mir, ja, das ist ja schön, aber der jetzt halt nicht. Also, ja, okay. Weil ich kann bei mir immer noch sagen, ja, das ist richtig für Silizium, aber wir haben hier eine Silizium-C-Konfiguration, das haben wir immer diese schönen Buchstaben hinten dran. Das heißt, es könnte sich so verhalten wie Silizium, aber es könnte sich auch komplett anders verhalten. Also, wir finden unsere Auswege aus dieser, die Not des Spielleiters, ein Physiker zu sein. Das meine ich damit, dass ich einerseits Science ist wichtig, aber Fiction, nämlich Spannung, Geschichte, Charaktere und Fantastisches, finde ich wichtiger. Ja, das ist auf jeden Fall wichtiger. Also da merkt man auch, vielleicht konnte derjenige auch nicht wirklich zwischen im Spiel und außerhalb des Spiels wirklich irgendwie unterscheiden. Ne? Also das sind dann so die richtigen, so was ich so, die dann ein Call of Duty spielen und sagen von wegen so, ey, ich wurde jetzt gerade von einer M249, wurde ich gerade mit einem Magazin, wo ich gerade angeschossen, und ich laufe trotzdem weiter. So, ne, das ist ja ultra unrealistisch, so nach dem Motto. Und ja. Ich habe von einem Regelsystem gehört, das habe ich nie, ich habe davon gehört, dass von jemandem oder von irgendwo aus dem Packen, es war so ein Verleger-Talk, sag ich mal, da wurde von einem System geredet, da hat jemand ein Rüstungsklassensystem entwickelt, wo du beim Berechnen des Schadens an deinem Körper die Wurzel gezogen hast. Ach du Scheiße. Jeweils. Oh Gott. Man kann das auch unnötig schwierig machen, ja? Okay. Natürlich muss ich auch dazu sagen, dass Nova wir sind nicht Fate und wir sind nicht Savage Worlds. Das ist auch ganz klar. Wir sind aber, glaube ich, auch nicht, das weiß ich, obwohl ich leider noch nie selber Shadowrun gespielt habe, von vielen Leuten, die bei mir gespielt haben und die auch noch Shadowrun spielen, sagen mir, nein, Nova ist einfacher als Shadowrun. Ja, du hast gesagt, dass ein Maximum so bei dir eher 4W6 ist. Bei Shadowrun fängt es eher so bei 16D6 an. Also, das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass es ein Pool-System ist, das von mal anders funktioniert. Ja. Aber ich sag mal jetzt von der Komplexität der Kämpfe. Also ich habe, für mich war immer so, wenn wir einen Kampf haben, kommt natürlich darauf an, wie wichtig und essentiell er ist für das Abenteuer. Aber bitteschön, man sollte in der Lage sein, einen Kampf in einer Spielrunde in einer halben, dreiviertel Stunde abzuhandeln. Nach einer halben Stunde sollte man irgendwie, so wie man es aus DSA vielleicht auch kennt, dass man jetzt irgendwie nicht 3 Jahre nicht 3 Stunden mit einer Prügelei mit irgendeiner Taverne beschäftigt ist. Ja, stimmt. Also es kann schon auch witzig sein. Ich glaube, es kommt echt immer auch klar auf die Gruppe drauf an, was für einen Anspruch die Serve jetzt gerade eben an die Kampagne /System stellt. Also ich habe auch richtig, meine Ideengruppen, ja. Ich habe eine dabei, die will eigentlich nur Sachen umklatschen. Ja, dann mache ich halt hauptsächlich große Gegner und
dauert halt ein bisschen mehr, so eine Punchbank niederzukloppen. Und ich habe jetzt eine andere Kampagne, die spielt komplett in der Stadt und die schleichen sich halt nur durch, weil sobald die einen Typen beklauen, werden sie aus der Stadt verbannt. Also ist halt dann ein ganz anderes Setting, aber es funktioniert. Es ist halt schön, wenn das System beides kann, ne? Also wenn das System sowohl Roleplay als auch Combat kann. Ich glaube, es hängt aber auch, und das ist wichtig, ist aber auch vor allem, dass das System das, ein System das kann, wofür es für die Welt oder für, also dass es das unterstützt, was die Welt bietet, also sag ich mal, wie die Welt absolut, sich auch anfühlen soll, wie die Welt sich anfühlen soll, sag ich mal. Also ich so sehr ich Savage Worlds, dass ich mittlerweile übrigens auch ein paar Mal schon gespielt habe oder auch Fate und solche Sachen, also das sind auch Systeme, die ich dann natürlich jetzt auch mir alle mal angeschaut habe. Ich habe auch mal dieses neuere Star Wars System irgendwann mal gespielt vor einer geraumen Zeit. Und natürlich macht Savage Worlds, es ist toll für die Welten, die Savage Worlds bietet und ist dafür total sinnvoll. Es gibt auch für Leute, die Savage Worlds mögen, bei uns auf der Website den kostenlosen Savage Worlds Download, weil viele Leute einfach keinen Bock haben, sich durch Regeln zu wüsten bei uns und sagen, nee, ich möchte gerne mein System spielen. Und das ist mit Nova auch, die man sich kostenlos runterladen kann, dieser Sache auch möglich. Aber trotzdem ist es was anderes und ich bin dann doch jemand, der bei Science-Fiction gerne so einen Bastelaspekt hat. Also ich hätte schon ganz gerne irgendwie, ich würde gerne ein bisschen tweaken, wie man so schön auf Englisch sagt, an meinem Charakter. Ich würde ganz gerne mal was einbauen an Implantat und was macht das denn dann genau? Und plus eins auf irgendwas ist zwar schön, aber kann man das nicht auch ein bisschen interessanter haben? So, ja. Wo wir gerade auch beim Combat-System waren, Daniel, das ist nämlich auch was mir beim Lesen aufgefallen ist. Ist, dass ihr zwei Möglichkeiten habt, wie man Schaden berechnen kann. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zwar einmal, soweit ich das jetzt verstanden habe, die Methode, dass es darauf ankommt, mit welcher Differenz man die Gegner trifft. Genau. Also ob man, wenn man Differenz um 1 hat, dann nur Basisschaden, Differenz um 2, dann den verdoppelt bis Doppelter. Zu mal 4. Genau, Maximum. Oder abhängig dann, also Schadensmodell 2, sozusagen man nimmt den Waffenschaden, glaube ich, oder ist das gecapped auf 5W6? Ah, das ist interessant, dass du so tief reingelesen hast. Was du, glaube ich, gerade meinst, also was wir haben im Basisbuch als Modul, wir bieten ja verschiedene Regelmodule an, um das Spiel an ein bisschen, dass Leute sich das anzupassen können, aber auch was komplexer zu machen. Aber es gibt zum Beispiel ein Modul, das dir erlaubt, den Waffenschaden eben anders zu behandeln. Und da geht es einfach darum, du nutzt quasi, wenn deine Basisschaden von 8 hast normalerweise und damit der vierfache Schaden maximal eben dann 8 mal 4, also 32 wäre, ist die Alternative dazu, diese 8 einfach als W6 zu würfeln. Also du nutzt quasi einfach 8, also du hast getroffen, egal wie gut, wir würfeln jetzt mal 8W6, weil es gibt ja nur noch die Leute, die ganz gerne einfach Schaden auswürfeln. Und es ist vielleicht auch jetzt schneller, als mal kurz zu gucken, wie groß ist die Differenz, auch wenn das natürlich eigentlich eingängig ist. Also, aber das ist jeder so, wie er es mag. Und es war jetzt nicht wirklich mehr als ein paar, diesen kleinen Abschnitt reinzuschreiben, als eine hausmögliche Optionalregel für Leute. Ganz kurz, Bibi. Genau, also dieser Basisschaden, jetzt sagen wir mal die 8, wie du gerade eben gesagt hast, die ist ja dann immer gleich, egal welche Differenz ich habe, ne? Die ist gleich, aber im Prinzip, wie du schon gesagt hast, wenn ich Differenz von 1 habe, Basisschaden, bei 2 doppelter, bei 3 dreifacher, bei 4 und darüber vierfacher. Wenn ich also quasi vom Streifschuss bis zum schweren Durchschuss, wie auch immer, könnte man das sich das übersetzen möchte. Die Waffe an sich macht erstmal, wenn sie nicht irgendwie durch zum Beispiel andere, weil ich irgendwie nano-verdichtete Munition drin habe oder irgendwelche besonderen Munitionseffekte oder so welche Sachen habe, dann bleibt der Waffenschaden erstmal gleich, ja. Da muss ich ja dann, wie du vielleicht auch vorhin schon gemerkt hast, bei mir, ich rechne mir gerne so den so Würfelwahrscheinlichkeiten und sowas aus. Ich bin auch jemand, ich bin Freund von Schaden auswürfeln, muss ich dazu sagen. Ich mag das, ich finde das schön. Ja, ich würde immer den Schaden auswürfeln. Allein aufgrund von Durchschnittsschaden. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn deine Gruppe sich dafür entscheidet, das so zu tun. Das ist ja die Frage, der Punkt ist, diese Regeln sind natürlich immer so gehalten, also im Grunde geht's, wenn ihr euch für die Optionen entscheidet,
es ist natürlich sinnvoll, wenn alle Leute am Spieltisch das so machen. Ja, natürlich, ja. Also das ist richtig, ja, also vollkommen klar. Und ja, das eine hat halt die krassere Streuung und also das ist auch hier, dann ist das eine vielleicht ein tödlicher, da arbeite ich mit einem tödlicheren Kampf als anders. So, ne? Also kann man ja machen. Ist ja in Ordnung. Ja. Genau. Okay, ja. Nee, ich fand's nur spannend, weil wie gesagt, ich habe das, ich sehe das halt so aus dieser Wahrscheinlichkeit heraus, ne? Ja, klar. Und, wie gesagt, ich finde das ganz spannend. Und deshalb wollte ich nur mal genau verstehen, wie das dann genau dahinter steht und okay. Ja, schön, dass du dich so krass damit beschäftigt hast. Das war sehr spannend. Ich sehe den Reiz von der beiden Systeme. Also zum Beispiel jetzt mal, ich mache es zum Beispiel meistens bei meinen Pen-and-Paper-Runden so, dass ich für, ich nenne es jetzt mal den Trash-Mob, wie man ja so schön im MMOPG-Genre oder Talk so schön sagt, also Low-Level-Gegner, nehme ich immer Durchschnittsschaden. Da würfel ich gar nicht den Schaden, den sie verursachen, sondern machen immer Durchschnitt. Und für Boss-Gegner würfel ich den Schaden, aber sie machen mindestens Durchschnittsschaden. Okay. Also gut. Ich fordere meine Spieler manchmal da ganz gerne. Ja, das kann ich bestätigen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mister, ich würfel dich tot. Ja, und ich habe auch noch nicht meine Freundin schon viermal umgebracht oder so, nein. Nein. In traurigen Gedenken an Jacqueline. Liebe Grüße an dieser Stelle. Bleiben wir beim Würfeln. Ich habe da noch eine Frage. Daniel, ich finde das immer ein bisschen seltsam, wenn Rollenspiele gutes Rollenspiel belohnen. Läuft das bei Nova auch so? Wir haben es in der 2.0, gibt es, weil es natürlich aus 2012 stammt und damals dieses was mit Fate-Punkten oder Bennys bei Savage Worlds gemacht haben, das hat sich noch nicht zum Zeitpunkt noch nicht so richtig, war noch nicht so richtig da. Also es gab zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Es gibt, glaube ich, ich kann aber sagen, dass es auch im Update 2.1 drin steht, in einem, ich glaube, es war im Update 2.1, was wir gesagt haben, dass man für ein gutes Rollenspiel noch irgendwo ein +1 Bonus oder was auch immer jemanden geben könnte, als Optionalregel. Tendenziell das Regelsystem bei Nova hält sich erstmal das Rollenspiel, das Rollenspielerische findet sich im Grunde in den Art deiner Talente wieder. Wenn du halt gutes Medizin bist, dann solltest du das halt auch irgendwie ausspielen. Ne? Oder wenn du halt irgendwie gut im, wenn du halt ein intelligenter Charakter bist oder irgendwie ein starker Charakter bist, dann hast du es in deinen Werten. Mhm. Wir haben jetzt keinen Modul, in dem drin nach dem Motto, er ist jähzornig oder er ist irgendwie eifersüchtig und das stellt sich in irgendwelchen Regeln dar. Das haben wir in Nova so nicht drin. Ja, ich fand das immer ein bisschen seltsam, wenn du dann dafür belohnt wurdest von deinem Spielleiter, oh, jetzt hast du gerade die Situation super schön beschrieben, hier kriegst du, keine Ahnung, jetzt einen Vorteilswurf drauf oder irgendwie sowas. Das ist immer so, ne? Ich glaube, das ist auch, es kommt, also ich weiß, was du meinst, ich erinnere mich, ich bin mir aber auch nicht mal sicher, ich weiß, dass ich das mal, ich glaube, das ist, wenn dann im Update 2.1 drinne, dass wir so ein Bonus von +1, den man als wird Optionalregel auch hier wieder in einem Kasten als Modul, haben wir das immer, wenn dann, dass er bei einer tollen rollenspielerischen Beschreibung ein +1 und +1 ist okay, aber es wird dich vielleicht an einer Winzigkeit retten. Wir haben dann eher sowas, dass wir mit einem Bonuspunktesystem arbeiten. Und diese Bonuspunkte kann man sammeln durch irgendwelche coolen Aktionen oder solche Sachen. Und dann kann man die mal für ein +1 entsprechend einsetzen. Ach so. Ja. Gut, das geht. Ah, okay. Ja. Okay, alles klar. Also das ist sozusagen. Lass uns mal zum Grundregelbuch gehen, weil das ist, glaube ich, so erstmal so nach dem Einsteigerset immer so die erste Anlaufstelle für Spielerinnen und Spieler, um sich dann erstmal mit einem Spiel wirklich vertraut zu machen. Dein Grundregelbuch hat, meine ich, 500 Seiten. Ja. Es wiegt über 2 Kilo, geht nicht mehr als leichtes Paket durch, ne? Alter Vater, ey, das ist. Du hast vorhin gesagt, 250 Seiten sind schon alleine davon so ein bisschen Hintergrund, und der Rest, der geht dann ja auf die gesamte Regelsektion. Nein, also eigentlich nicht. Das Regelsystem ist ja eigentlich, also wir haben 3 Kapitel drin. Das erste Kapitel ist ungefähr, seit ersten 50 Seiten ist kurze Einführung in die Welt, Charaktererschaffung, Basic vom Spiel, das Spielsystem. Und
fertig. Und ich glaube, Charakterschaffung sind irgendwie 10 Seiten oder was und Spielsystem sind 3-4 Seiten. Also das, die Grundmechanismen sind sehr klar und sehr einfach. Dann gibt es diesen sehr großen Bereich des Hintergrunds, zum zweiten Kapitel Kosmos, dem wir alle Zivilisationen vorstellen, ein paar Beispielcharaktere aus diesen Zivilisationen, auch die Basistypen, also quasi die Rassen, aus denen ich wähle. Da kriege ich ja nochmal genau beschrieben, was es bedeutet, wenn da irgendwie steht, keine Ahnung, Gravitationssinn bei den Minlauvanern, was bedeutet das? Das kann ich dann nochmal da in Ruhe nachlesen. Mhm. Da hat halt jeder Spezies irgendwie so eine Seite oder eine halbe Seite vielleicht, oder was für typische Namen hat mein Volk? Also die Sachen, die man halt so für die eigene Spezies berücksichtigt. Und dann im dritten Kapitel Elemente, das ist sozusagen der letzte große Block vorm Anhang. Und im Elementebereich sind im Prinzip alles, was Ausrüstung zu tun hat. Und eben Ausrüstung bringt ja eben halt auch manche Regeln mit sich. Aber das Gute an der Ausrüstung ist halt auch, ich muss mich ja nicht mit allem beschäftigen. Also wenn ich zum Beispiel eine Kampagne habe oder eine Gruppe spiele, die mit dem Raumschiff nichts am Hut hat oder wo das Raumschiff eigentlich nur ein Transportmittel ist und als Beiwerk dient, dann habe ich vielleicht als Spielleiter oder als Spieler mal kurz in die zwei Seiten gelesen, wie so Raumfahrt funktioniert oder so. Aber ich muss mir kein Raumschiff bauen oder ich werde mir kein Raumschiff bauen und die Werte und so weiter. Und das ist ja ein Sandbox-System. So. Genauso, wenn ich irgendwie manche, da sind dann auch die Waffen und die Kampfregeln entsprechend drin. Es mag ja durchaus vorkommen, dass ich eine Runde habe, die überhaupt nichts mit, die eher auf den Kampf ausweicht. So. Und damit irgendwie gar nicht so sehr konfrontiert ist, wo es eher um Social Play geht. Und so gesehen beschäftigt man sich eben dann und zwar wirklich an Ausrüstung, alles, was man sich nur vorstellen kann. Also bei anderen Spielen kaufst du ja dann irgendwie noch das Roboterband und das Band für die Waffen extra und das Band für die Nahkampfwaffen und das Band für die Nahkampfwaffen von dem und dem Volk. Und im Nachhinein war das eine dumme Idee, es nicht so zu tun, weil wir hätten viel, viel mehr Geld verdienen können. Aber die grundsätzliche Idee, meine ursprüngliche Vorstellung von Nova war, ich möchte ein dickes Buch haben, da ist alles drin. Das rechne ich dir hoch an. Weil wenn ich mir anschaue, was das bei Traveler mittlerweile alles für Bücher gibt. Schlimmer ist ja DSA. Also. Ja, ich meine, man muss natürlich verstehen, aus einem wirtschaftlichen Aspekt her und aus einem verlegerischen Aspekt her und auch für einen wirtschaftlichen Aspekt, auch wenn ich Nova in die Zukunft denke, würde ich das nicht mehr tun. Nicht nur unabhängig davon, dass ich es mit DHL nicht mehr als Paket verschicken kann, also nicht mehr unter 2 Kilo verschicken kann, sondern schlicht und ergreifend, dann geht es einfach schon, es geht um viele Aspekte. Es gibt einfach auch, das Ding wiegt 2 Kilo, es ist auch schwer zum Transportieren. Es geht, braucht man wirklich, also das ist der, ne, und also natürlich muss man das ja dann auch durch, muss man auch ein bisschen kalkulieren, durchrechnen. Und wenn man möchte, dass diese Branche als Rollenspielbranche zumindest auch noch weiterhin ein bisschen produziert, dann muss man den Verlegern das leider, glaube ich, auch zugestehen, dass sie auf diese Art und Weise Geld verdienen müssen, schlicht und ergreifend. Ja, weil wenn wir den Leuten, also zumindest ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, in Amerika sind die Preise nochmal anders, das weiß ich, aber wenn man in Deutschland da ein Rollenspielprodukt herstellt, dann muss ich sagen, da leiden. Also da kriegt keiner den Mindestlohn für die Arbeitszeit, die er da reinsteckt, keiner von den Beteiligten. Klar. Behaupte ich mal. Also ich meine, das kennt man ja allein schon, wenn man versucht mal eine Kampagne aufzubauen, egal für welches Pen-and-Paper-System. Klar, man fängt nicht an mit sich auszudenken, wie das Würfelsystem überhaupt alleine funktioniert, aber du sitzt alleine schon mal da und überlegst, was muss ich für, oder welchen DC oder welche Schwelle lege ich für welchen Test fest und dergleichen. Und allein, was da an Zeit drauf geht, na? So eine Kampagne, oder lass ein kleines allein schon ein kleines Abenteuer sein. Da sitzt du gerne mal 4, 5, 6, 7, 8 Stunden dran und dann die Spieler kommen dazu und ich habe mir in einer Stunde einen Charakter gebaut, los, let's go. Unterhalte uns 4 Stunden lang. Ja. Und der Punkt ist, als Macher eines Rollenspiels oder als jetzt quasi Hauptautor in meinem Sinne oder als Projektleiter in einem Rollenspiel, ist das völlig in Ordnung, wenn ich für meinen quasi
Herzensblutprojekt oder für mein Baby mich dafür extrem verausgabe und im Grunde nicht mit Geld rechnen darf oder nicht mit diesen, so, also ich darf nicht wirtschaftlich denken in dem Punkt, aber ich habe ja Leute, Illustratoren zu bezahlen und ich habe ja dann irgendwie auch andere Menschen Geld in die Hand zu drücken und die schon für ein Zehntel dessen arbeiten, was sie, sag ich mal, wenn sie jetzt für, keine Ahnung, einen großen amerikanischen Computerspielproduzenten ein Bild malen, oder sag ich mal, für selbst schon für einen deutschen normalen, keine Ahnung, Wissenschaftsverlag oder so, wenn du da irgendwie eine gute Illustration hinlegst, von irgendwelchen Fischen oder so, verdienst du da mehr dran als für ein krasses Fantasy-Bild. Und trotzdem machen die Leute das, weil sie das, auch Illustratoren Leute machen das, weil sie das mögen und diese Arbeit lieben. Aber trotzdem tut es dir in der Seele weh, diesen Menschen natürlich einfach nicht das Geld in die Hand zu drücken zu können, einfach. Weil sonst müsstest du einen Preis dafür verlangen, für den, denn da würde kein Mensch das Buch mehr kaufen. Das ist einfach auch so. Das ist wohl wahr. Und deswegen nochmal, deswegen, es war insofern für Nova insofern irgendwo auch richtig und gut, dieses Basisbuch als ein komplettes Band herauszugeben. Man braucht keine Zusatzbände, auch nicht von der Welt, nicht von der Ausrüstung. Wir haben hinten drin im Anhang in der zweiten Edition war doch wichtig, dass wir noch ein schönes großes Einsteigerabenteuer drin haben, auch nochmal da in so in ein Sternsystem nochmal genauer einsteigen, dieses Sternsystem im Detail vorstellen und dort eben dann auch ein Abenteuer platzieren. Das war zum Beispiel noch eine Sache, die in der ersten Edition nicht drin war. Und ja, also das ist quasi vollständig. Du brauchst die anderen Sachen, die wir noch haben, tendenziell nicht kaufen, um es Nova in seiner vollen Sache nutzen zu können. Aber natürlich, wenn man sagen möchte, hey, ich möchte aber vielleicht irgendwie doch ein paar Abenteuer mehr, die ich jetzt, man kann es bei uns kostenlos auf der Webseite auch richtig abenteuermäßig kostenlos sich bedienen, an ein paar Stellen schon. Aber wir haben natürlich jetzt auch diese Booklets, die A5-Booklets, Abenteuerbooklets eben dann herausgebracht, zu den verschiedenen Themengebieten. Und weil viele Menschen eben dann doch vielleicht gerne sich über direkte Stories aus dem Nova-Universum freuen. Und auch ja, einfach diesen Input klar für den Spieltisch total sinnvoll. Natürlich gibt es auch das Quellbuch Terra Superior. Das war dann für das Terranische Imperium so, weil wir uns auch natürlich einfach mal eine der Zivilisationen rausgegriffen haben, wirklich mal ins Detail reinzugucken und auch wirklich es schön auszuarbeiten. Darauf aufbauend haben wir dann auch drei Booklets noch rausgebracht, die im Prinzip mit dem Imperium verbunden sind. So dass die Leute, denen die 10 Seiten Terranisches Imperium im Basisbuch nicht reichen, die haben jetzt dann halt 150 Seiten. So. Du sagtest vorhin im Vorgespräch, DIN A5 Querformat würdest du nicht mehr produzieren. Ja, es ist eine schöne Sache. Es war interessant. Es ist ein guter Hingucker, muss man sagen. Viele Leute haben das auch gerne so angenommen. Es gibt Vor- und Nachteile. Und ich glaube, ich würde das so nicht mehr produzieren, weil ich generell Abenteuerbände anders produzieren würde. Wir haben zum Beispiel in unseren Abenteuerbänden, deswegen sind die auch so günstig, mit 10 Euro, zwischen 10 und 15 Euro, und du hast dann 4, 5 Abenteuer oder sogar eine 20 in Kampagnenband Utopian Mar, weil wir da sehr, zum Beispiel ganz, wir referenzieren nur auf Illustrationen, entweder die wir irgendwo mal schon haben in einem anderen Buch, oder wir haben ein paar wenige Illustrationen drin. Und das ist aber eigentlich schade und das bedeutet, ich würde in Zukunft, wenn ich ein Abenteuer rausbringen würde, es lieber groß und schön aufmachen und mit Illustrationen. Das, was Spielleiter eigentlich brauchen und wollen, sind Karten, sind irgendwie, Genau. das ist der Deckplan von sowieso und so weiter und so fort. Und wir haben Deckpläne im Terra, zum Beispiel im Terra Superior was drin und solche Sachen, aber und wir haben zum Beispiel natürlich beim einen Abenteuer ja auch mal so ein Lageplan natürlich drin und hier und da auch. Aber natürlich aufgrund der Preismöglichkeiten, der Preisgestaltung bei den Projekten ist das hauptsächlich das Abenteuer an sich, also der Text. Und ja, würde ich, wie gesagt, würde ich in Zukunft anders handhaben. Und dafür brauchst du eigentlich ein A4-Format, einfach um auch dass so eine Karte halt auch eine entsprechende Größe und Sinnhaftigkeit hat, sag Ja, ich das ist mal. wohl wahr. Oder auch, ja.
Also es gibt schon Grund, das zu machen, aber dann ist natürlich auch ganz klar, dass für so ein Abenteuer ein anderer Preis gezahlt werden muss. Ist auch richtig. Also, und wir können, und wir sind halt leider nicht Ulysses oder so, die halt ein A4-Abenteuerband frotzen und also für irgendwie 10 Euro raushauen können. Das wird halt auch nicht unbedingt der Fall sein. Aber das wird halt klar, wiederum müssen wir das anderweitig kompensieren können. Das ist immer diese Problematik, die du einfach als kleiner Hersteller einfach hast, sag ich mal. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo Herzblut drinsteckt, zahlt man auch gerne mal mehr. Ich meine, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was ich schon alles für meine Pen-and-Paper-Sammlung ausgegeben habe. Das ist sehr löblich. Ich schau gerade über meinen Bildschirm drüber Richtung Schrank und sehe einfach, die Hälfte des Schranks ist voll mit denen, die 5. Edition. Ich habe schon wieder ein neues Buch bestellt, jetzt vorbestellt. Es kommt irgendwann mal im Juni raus. Egal, vorbestellt. Let's go. Mir fehlen auch haufenweise Star Wars Dinger, die möchte ich auch noch alle haben und aber Pen and Paper ist ein teures Hobby, ganz ehrlich, sind wir da mal echt mal ganz ehrlich. Ich meine, D&D 5th Edition Book kostet, ich glaube, 30 Euro, so ein Abenteuerbuch. Ja, irgendwie von sowas um die bis 50, ne, also je nachdem, wo. Ja, 30 bis 50 Euro und du sagst ja, ihr seid keine große Firma, Wizard of the Coast ist eine, also ja, richtig. Ne, ist Wizard of the Coast. Und die verlangen auch 30 bis 50 Euro pro Abenteuerbuch. Aber man zahlt es halt dann trotzdem. Und deshalb muss ich sagen, wer sich bei so einem kleinen Hersteller beschwert, wie bei euch, und sagt, oh, das kostet 30 Euro. Ja, Wizard kostet auch 30 Euro. Star Wars Fantasy Flight Games kostet auch 30 Euro. Jetzt motzt nicht rum. Unterstützt mal lieber jemanden, der das wirklich mit Herzblut macht. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, allerdings zum Beispiel das Basisbuch gibt es für 19,95. Ne? Mhm. Es gab am Anfang, war es für den gerechten, normalen, korrekten Preis von 50 Euro, dass ein so ein dickes Buch eigentlich auch wert ist. Aber dann gab es einfach mal nach 3-4 Jahren, also es gibt dann aus mehreren Gründen, warum man den Preis, wenn wir den Preis radikal gesenkt haben, um 60% oder über 60%. Und einer der Gründe war halt auch, dass es ein paar große Player auf dem deutschen Markt gab, die einfach mal Dinge so richtig für wenig Geld rausgehaut haben. Und da haben alle kleinen Verlage ganz schön in die Röhre geguckt. Weil das geht nicht darum, dass das ist gut, wenn Leuten das bewusst ist, die reflektiert genug sind und wissen, wie eine Preisgestaltung wahrscheinlich funktioniert bei einem kleinen Verlag anders als bei einem großen oder bei so einem quasi Hauptanbieter. Aber trifft nicht auf viele Kunden zu und du hast, also das trifft nicht auf jeden zu und du hast einfach auf Conventions oder auf irgendwelchen Messen dann Leute vor dir, wieso kosten das 30 Euro, da drüben kriege ich sowas, ein Buch, das ist genauso dick, sieht genauso schön aus und es kostet nur 10 Euro. Das ist der Punkt mit solchen Kontakten hast du halt auch zu tun und du kannst das in dem Moment natürlich erklären und auch verständlich erklären, wenn jemand vor dir steht, aber nicht, wenn jemand gerade im Internet unterwegs ist und einkauft. Ne, und dann mal so durchklickt bei irgendwas. Deswegen sind wir natürlich Wizard of the Coast und an der Rand der großen Projekte haben mehrere Vorteile. Sie sind international aufgestellt, sie haben englisches Produkt, sie können ihre Lizenzen teuer verkaufen. Ich weiß auch, dass Illustratoren da drüben wirklich angemessen, glaube ich, verdienen. Und andere Sachen. Dieser ganze, das findet sich in der Preisgestaltung von Wizard of the Coast wieder. Aber jetzt musst du zum Beispiel vergnügen, dass wenn du Splittermond hast oder so, ne, ein Projekt aus vom Uhrwerk Verlag hier, aus einem Splittermond-Projekt, dir kaufst, wo dann entsprechend auch Illustrationen drin sind, aber das einfach ganz klar ist, die müssten diese Bücher wahrscheinlich das Doppelte kosten, aber sie können es einfach nicht verkaufen für den doppelten Preis. Das geht einfach nicht. Ne? Also, weil du einfach. Warum soll ich es gibt einfach gewisse Preise, die man gewohnt ist. Fängt schon so nach dem Motto, wieso kostet mich der Netflix, dieser Streaming-Anbieter 30 Euro im Monat? Der Netflix macht es auch und die alle machen es für 5 bis 10. So. Das sind solche Punkte. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wie gesagt, und auch ein Gewohnheitstier, was Preise angeht. Okay. Daniel, letzte Frage. Was wünschst du dir quasi für Nova und wo soll die Reise denn überall noch hingehen? Ja, ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele tolle Spielrunden und Projekte haben und ich auch weiterhin viele nette Begegnungen habe mit meinen Kollegen und Leuten auf den Conventions, die ich dieses Jahr aufgrund der Pandemie natürlich sehr vermissen.
Ich wünsche mir für Nova, dass wir den tolle weitere Projekte rausbringen können. Letztes Jahr zum ersten Mal ein Buchprojekt bei einem anderen Verlag mit der Anthologie Zwei Horizonte, ein ganz schönes Projekt geworden. Zwar nicht im Rollenspielbereich, aber in der Welt. Sind weiterhin fleißig dran, das kann ich sagen. Ich darf noch nicht so viel Offizielles sagen. Also ich kann sagen, dass wir natürlich bei Nova seit 2 bis 3 Jahren eigentlich schon in großen Reformen, Bemühungen stecken. Und wir reden jetzt hier im Thema mal dritte Edition. Oho. Das heißt, im Augenblick ist so meine Gruppe hier, die ich in Leipzig hier habe, treffen wir uns alle 2 Wochen. Wir haben unsere normalen Nova-Runden und wir spielen aber im Prinzip nach einer anderen Regeledition und die wird auch ständig geschrieben und daran arbeite ich auch sehr viel. Das kostet mir auch sehr viel Zeit. Ich habe so viel mehr Lust, 3-0 zu leiten als 2-0, deswegen muss ich mich da immer wieder zurückfinden. Auf den Conventions muss ich mittlerweile auch schon mal denken, ja, stimmt, das war ja so und so. Und es ist einfach, deswegen von meiner Perspektive, ja, ich will diese dritte Edition irgendwie rausbringen. Ich möchte die irgendwie realisieren und irgendwie machen. Ich möchte eine Open Beta machen. Ich möchte es vielleicht schon Anfang diesen Jahres in Online-Runden mit, das war eigentlich auch schon die Idee, zu überlegen auf Nordcon, auf anderen Conventions, neben den normalen Spielrunden auch schon eine 3-0-Runde anzubieten. Wir werden sehen, ob wir das in irgendwelchen Online-Runden vielleicht machen können. Ob sich diese 3-0er-Edition, die wirklich, also wir haben noch die gleiche Welt im Grunde natürlich. Die Welt mögen die Leute ja auch total gerne, aber am Regelsystem ist doch wirklich so ziemlich alles passiert, mit Ausnahme, dass wir W6 haben und dass wir noch durch 4 teilen, aber das hat sich sehr reduziert oder sehr vereinfacht in vielen Dingen, glaube ich. Oder dann sage ich mal, insgesamt, es ist vor allem, du hast schon gesagt, 500 Seiten, Einsteigerfreundlichkeit, das ist uns sehr schnell natürlich auch auf klar geworden, dass das ein Problem da steht, das soll mit der dritten Edition kein Problem mehr darstellen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir werden auch das Einsteigerabenteuer, diese Schnellstarter, Testflugoperation Roter Blitz, die Einführung in das Nova-Universum, werden wir definitiv hier unten drunter verlinken. Und Gerne. du, sobald du Nova 3 am Start hast, dann sollten wir wieder quatschen. Inwiefern am Start? Also bis zu einem fertigen Regelwerk wird es lange noch dauern wahrscheinlich, aber zu einem Test, zu offenen Tests nicht mehr so lang, glaube ich. Ja, das freut uns doch definitiv zu hören. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen Einblick in dein Universum Nova. Und wenn ihr da draußen Interesse habt, Nova einfach mal zu spielen, dann klickt euch doch mal unten in die Kommentare mit rein. Hinterlasst uns doch mal einen Kommentar und hinterlasst Daniel doch mal einen Kommentar, wie ihr so Nova findet. Ladet euch den Schnellstarter runter, begebt euch einfach mal ins Universum, haut so ein paar Beta-Piktoren um und dann berichtet doch mal, wie es euch gefallen hat. Daniel, ich sage vielen Dank für deinen sehr, sehr tollen Ausführungen über dein Universum. Das fand ich sehr, sehr schön. Max, vielen Dank für die Co-Moderation heute Abend. Ja, sehr gerne und auch von mir, danke Daniel, dass du dich von mir auch ein bisschen hier auf die Wahrscheinlichkeitsebene runterkuddeln hast lassen. Von daher sage ich danke, dass du diese Fragen ausgehalten hast und auch sehr gut beantwortet hast. Also ich werde mir das Einführungsabenteuer auch angucken und dann vielleicht tatsächlich mal mit einer Gruppe von mir in Angriff nehmen. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken und ja, auch den Leuten, die einem zugehört haben und hoffe und freue mich über, wenn ihr Fragen und so weiter habt, könnt ihr uns immer gerne bei redaktion@nova-rpg.de auch schreiben. Auf der Website vorbeischauen, es gibt wahnsinnig viel kostenlosen Download-Material, könnt ihr euch im Prinzip das Spiel auch schon wirklich durch den ganzen kostenlosen Material sehr, sehr guten Eindruck bekommen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für diese Einladung, für dieses super Gespräch. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich würde jetzt mal die Endless Side wieder ein bisschen weiterfliegen lassen. Max, wir müssen ja noch so ein bisschen hier wieder gucken, dass wir aus dem Star Wars-Universum wieder rausfliegen, wo ich uns. Moment, was? Ja, du weißt doch, wir haben uns irgendwann mit der Endless Nein. Side im Star Wars-Universum geparkt und dann Ja, waren wir aber auf du hast dem. gesagt, rausfliegen. Ach so, du willst noch hier bleiben? Dauerparker. Okay, ich setze einen Anker auf jeden Fall.
Genau. Ja, sehr schön. Wer den Witz nicht verstanden hat, der sollte unsere Folge zum Mandalorianer anhören. Mehr sage ich dazu nicht. Gut. Ihr beiden, vielen Dank für heute Abend. Sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir für Nova auch mal einen One-Shot aufnehmen, aber das bekakeln wir an einer anderen Stelle. Ich sage bis dann und tschüss.